Also wir beginnen heute, oder sagen wir so, wir machen heute den Abschluss des Kapitels Relativitätsmechanik. Sie haben ja gesehen, bis jetzt, und das wird sich bis zum Ende so durchziehen, eigentlich ist jedenfalls die spezielle Relativitätsmechanik nur eine sehr konsequente Weiterführung der Idee des Relativitätsprinzips. Dieses Relativitätsprinzip führt letztlich zum Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, und dieses Prinzip hat dann die absonderlichsten, aber unausweichlichen Folgerungen, wie eben insbesondere den Verlust der absoluten Gleichzeitigkeit und die Zeitdilatation, die Längenkontraktion und letztlich, dass wir aufgrund dieser Überlegungen kinetisch geschlossen haben, dass es keine Geschwindigkeit jenseits der Lichtgeschwindigkeit gibt, weil bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit bleiben die Uhren stehen und die länglichen Körper, deren gemessene Länge geht gegen Null. Also es kommt also zu Absurditäten, die dazu führen, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht überschritten werden kann. Und jetzt kommt natürlich der entscheidende Punkt, der sich da jetzt stellt. Wieso? Ich muss doch in der Lage sein, wenn ich konstant eine gewisse Kraft auf einen Körper ausübe, dass man diesen Körper immer weiter und weiter beschleunigt und dass man dann letzten Endes auch erreichen kann, dass die Geschwindigkeit dann wohl auch größer als die Lichtgeschwindigkeit sein kann. Also diese Konsequenz, Lichtgeschwindigkeit ist Grenzgeschwindigkeit, scheint den einfachen Überlegungen der Mechanik ja zu widersprechen, wo ja nirgends steht, dass man nicht einen Körper weiter und weiter beschleunigen kann. Und das hat man auch überprüft. Es gab also vor etlichen Jahren ein Experiment beim CERN in Genf. Da hat man einen Linearbeschleuniger aufgebaut mit einer Länge von 1 Kilometer. Und da konnten Elektronen in diesem Beschleuniger beschleunigt werden. Sie sehen da ein Bild von diesem Linearbeschleuniger, und zwar in einem elektrischen Feld. Und dieser Beschleuniger ist so ausgelegt worden, die Details habe ich jetzt nicht präsent, dass diese Elektronen bei den angelegten elektrischen Feldern am Ende dieses einen Kilometers eine Geschwindigkeit von 283 Mal der Vakuumlichtgeschwindigkeit haben sollten. Und das lässt sich natürlich überprüfen, weil man weiß ja, wann ein Elektron, geladenes Teilchen, am Anfang dieses Kilometers steht und wann also dann ein solcher Burst von Elektronen am anderen Ende wieder beobachtet werden kann. Und das Ergebnis war, man hat diese Elektronen parallel mit Lichtsignalen laufen lassen und innerhalb sehr enger Fehlergrenzen haben diese beiden, die Elektronen und die Lichtsignale, die gleiche Laufzeit aufgewiesen. Also sehr genau, so mit einem relativen Unterschied von besser als 10 der minus 7. Also das ist sehr signifikant. Und das ist also ein Schlag ins Gesicht der klassischen Physik. Das kann es eigentlich nicht sein, es kommt aber heraus, und zwar mit sehr hoher Präzision. Und das versuche ich Ihnen immer wieder bewusst zu machen, das sind nicht irgendwelche Gehirngespinste von Leuten, die halt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, sondern das lässt sich mit hoher Präzision experimentell auch verifizieren. Ja, es ist so, dass man dazu gezwungen ist zu akzeptieren, weil diese Experimente zum Teil noch genauer sind, als man jemals in der klassischen Mechanik Experimente durchführen konnte. Der einzige Unterschied ist halt, die klassische Mechanik, die kann man sich so gut vorstellen, und da ist eh alles immer klar. Während bei den relativistischen Experimenten und Beobachtungen, da ist halt immer diese Sache, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein. Aber letzten Endes, wenn man davon ausgeht, dass die Physik, so wie andere Wissenschaften, Naturwissenschaften, eine experimentelle Wissenschaft zunächst ist, oder sich jedenfalls
weitgehend auf experimentelle Befunde, Beobachtungen und Experimente stützt. Und es liegen solche Experimente vor und es gibt also dann niemanden, der daran was Falsches gefunden hat. Das Experiment lässt sich auch reproduzieren. Dann ist es zu akzeptieren. Das ist entscheidend. Und zwar dann über den Schatten muss man springen, dass man dann sagt, ich kann mir es zwar nicht vorstellen, es entspricht auch nicht meiner bisherigen Lebenserfahrung, dennoch ist dieses Experiment so. Und daher ist es also entscheidend, das dann auch wirklich als gegeben zu akzeptieren. Und das werden wir also natürlich auch machen. Und da ergibt sich also jetzt eben die Frage, wieso wird dieses blöde Elektron nicht schneller, wenn es schon durch so hohe Spannungen über lange gerade Strecken beschleunigt wird? Und da fällt einem eigentlich nur ein Argument ein. Ich habe es ja, glaube ich, vergangene Woche schon am Schluss einmal angemerkt. Es muss wohl daran liegen, dass sich diese massiven Körper, und ein Elektron hat ja auch eine ähnliche Masse, dass sich diese massiven Körper bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit immer stärker einer weiteren Beschleunigung ihrer selbst widersetzen. Ja, damit hat man jetzt auch nicht viel gewonnen. Aber wie kann sich denn ein Körper widersetzen gegen eine Beschleunigung? Und das geht eben so, dass er offensichtlich eine immer größere Trägheit bekommt. Weil es ist ja die Trägheit, mit der sich ein Körper, und das wissen wir ja schon aus der klassischen Mechanik, einer Beschleunigung seiner selbst widersetzt. Das ist ja die Sache mit der Definition der trägen Masse. Diese träge Masse ist ein Parameter, der beschreibt, wie stark sich ein Körper einer Beschleunigung seiner selbst widersetzt. Erinnern Sie sich nur, deswegen bin ich auf dem Jahr so herumgeritten im ersten Semester mit diesem Airtrack hier, wo wir da also die Kräfte wirken haben lassen auf diese Reiter, und wenn der Reiter eine doppelt so große Masse hatte, dann wurde er auch nur halb so stark beschleunigt bei Wirken derselben Kraft, weil er sich trotz der Wirkung dieser Kraft eben einer Beschleunigung entsprechend stärker widersetzt hat. Dass diese Masse, diese träge Masse, dann auch stets proportional ist zur schweren Masse, einem Parameter, der wieder beschreibt, wie stark eine Masse von einer anderen angezogen wird, steht auf einem anderen Blatt. Und ist im Rahmen der speziellen Relativitätsmechanik weitgehend ohne Belang. Wir sprechen hier nur von der Trägheit und der trägen Masse als Parameter zur Beschreibung des Widerstandes, um es noch einmal zu sagen, den ein Körper einer Beschleunigung seiner selbst wieder entgegensetzt. In der allgemeinen Relativitätsmechanik, über die wir nicht sprechen werden im Rahmen dieser Einführung, dort ist es dann auch möglich, und das war also ein weiterer ganz entscheidender Schritt, den Einstein also hier setzen konnte, ist es dann möglich geworden, auch die Bewegungen von massiven Körpern unter dem Einfluss der Gravitationswechselwirkung auf Trägheitsbewegungen zurückzuführen, was allerdings einen ziemlich aufwendigen mathematischen Formalismus erfordert. Es ist dazu dann notwendig, von einer vierdimensionalen Raumzeit zu sprechen, die noch dazu gekrümmt ist, so wie eine zweidimensionale Kugelfläche zum Beispiel. Das kann man sich ja vorstellen. Aber schon einen dreidimensionalen Raum, dass der noch gekrümmt sein soll, ja wohin denn? Das kann man sich nicht mehr vorstellen. Und noch gravierender ist das Problem, wenn es dann um eine vierdimensionale Raumzeit geht, die man sich ja sowieso nicht vorstellen kann, weil man sich nichts Vierdimensionales vorstellen kann, dass die dann auch noch gekrümmt sein soll. Also das beansprucht unsere Fantasie schon sehr stark. Nicht? Aber es zeigt sich eben, dass die mathematischen Methoden zur Beschreibung derartiger Gegebenheiten zur Zeit Einsteins schon sehr weit entwickelt waren
und dass man also die Geometrie hauptsächlich aufgrund der Arbeit von Riemann, aber auch einiger weiterer Leute wie Christoffel und Levi-Civitar so weit verallgemeinert hat, dass sie weit über den euklidischen Raum hinausgegangen ist und man damit also auch gekrümmte Mannigfaltigkeiten sehr elegant beschreiben konnte. Natürlich immer ausgehend von der Anschauung zweidimensionaler, gekrümmter Flächen, weil das können wir uns gut vorstellen. Aber der Tensorformalismus erlaubt es dann, die Gesetzmäßigkeiten, die für zweidimensionale Flächen passen, dann in unmittelbarer Weise auch auf beliebige höherdimensionale Mannigfaltigkeiten zu verallgemeinern, unter Verlust der Anschaulichkeit natürlich. Aber die wunderbare Sache ist dann, dass man dieses Werkzeug dann eben auch verwenden kann, um die Gegebenheiten unserer Welt in einer derartigen Weise darzustellen. Wir sehen einmal mehr einen wie kleinen Ausschnitt wir eigentlich nur aufgrund unserer anschaulichen Möglichkeiten erfassen können. Eben genau den Ausschnitt, der sich uns für unsere Alltagswelt bietet, gewissermaßen. Aber die Welt ist also noch wesentlich spannender und umfassender und wer weiß, was noch alles am Horizont erscheinen wird. Das ist ja ein Ende, ist ja nie abzusehen, aber wir sind schon relativ weit fortgeschritten über die Grenzen unserer normalen Alltagswelt hinaus. Und da hat man also dann mathematische Hilfsmittel, mit Hilfe derer diese Gegebenheiten halt dann gut dargestellt werden können. Übrigens, wenn Sie sich an diese Raumzeitdiagramme erinnern, die wir letzthin da entwickelt haben, zunächst für die Galilei-Transformation und dann auch für die Lorentz-Transformation, erinnern Sie sich an das Kippen der Zeitachse bei der Galilei-Transformation, während die räumliche Achse der Wort ist wurscht. Und bei der Lorentz-Transformation eine viel symmetrischere Darstellung. Da kippten gleichermaßen die Zeitachse und die räumliche Achse bei Transformation auf ein gleichförmig bewegtes Bezugssystem. Diese Darstellungen, das ist das, was wir gerade noch anschaulich schön mitkriegen können, sind, das möchte ich jetzt noch gleich ergänzen, wenn wir schon davon sprechen, sind zweidimensionale Ausschnitte aus einer vierdimensionalen Raumzeit. Und dass die vierdimensional sein muss, das akzeptieren Sie sicher. Weil Sie haben jetzt schon in mehrfachen Zusammenhängen gesehen, dass die drei Ortskoordinaten unserer Anschauung und die Zeitkoordinate, die ja auch sehr anschaulich für uns ist, alle wissen, was die Zeit ist, wenn man auf die Uhr schaut. Nicht? Nur wie gesagt, diesen mystischen Zeitbegriff, na, den haben wir eh schon beiseite geschoben. Also die Orts- und Zeitkoordinaten benötigt man, um ein Ereignis in Raum und Zeit festzulegen. Daher ist eine vierdimensionale Raumzeit erforderlich und das nennen wir auch im Rahmen der speziellen Relativitätsmechanik den Minkowski-Raum. Das ist nämlich nicht einfach so ein euklidischer Raum mit nur einer Dimension mehr. Ein bisschen so was anderes gibt es bei der Zeit schon. Und diejenigen, die eben schon ein bisschen was von Tensorrechnung gehört haben, die wissen dann auch, dass der zugehörige Metriktensor dort, wo die Zeit ist, dann ein minus 1 aufweist und sonst überall ein 1. Aber das möchte ich jetzt nicht sagen, um die anderen zu verwirren, sondern um halt anzudeuten, dass das mathematische Formalismen sind, die geeignet sind, die Gegebenheiten in einer äußerst übersichtlichen, klaren Form darzustellen. Und ich glaube, Sie können sich schon freuen, auch wenn Sie nicht nur theoretisch irgendwie interessiert sind, sondern auch wenn Sie sich hauptsächlich für experimentelle Dinge interessieren, können Sie sich freuen darauf, diese elegante Formulierung der Elektrodynamik und auch der Relativitätsmechanik in einer vierdimensionalen Tensorschreibweise
dann kennenzulernen im Rahmen der Theorievorlesungen. Also das ist wirklich was Schönes. Und da werden Sie dann sehen, dass sich das alles in einen sehr übersichtlichen Rahmen gliedern lässt. Wir machen hier eben eine Einführung, die Ihnen die Grundbegriffe darstellen soll und das Wesentliche an den Konzepten darbringen. Und heute gehen wir also zu dem Thema Masse und Energie. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, es muss wohl so sein, dass diese massiven Körper, wie etwa da die Elektronen, bei diesem Linearbeschleuniger-Experiment bei Beschleunigung ihrer selbst eine immer größere träge Masse bekommen. Naja, und dann hätten wir natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, aufgrund dessen kann die Lichtgeschwindigkeit nicht erreicht und schon gar nicht überschritten werden. Und so führen wir also da in dem ersten Teil unserer Überlegungen hier, wenn es um die Masse eines bewegten Körpers geht, sogenannte dynamische Masse ein. Das lässt sich auch mit verschiedenen Überlegungen noch besonders motivieren. Ich gebe Ihnen diese dynamische Masse hier einfach an und glaube, dass es für Sie durchaus akzeptabel sein wird, der Ausdruck, den man hier ansetzt. Wir schreiben also die dynamische Masse eines Körpers. An in der Form m, die Masse des Körpers, ist gleich der Masse, die er hat, wenn er sich nicht bewegt, also wenn er sich in einem Inertialsystem befindet, wo auch der Beobachter sich befindet, und dann hat man alle Zeit der Welt, den Körper eben mit Hilfe einer Waage zu untersuchen und die Masse zu bestimmen. Das ist dann die sogenannte Ruhmasse. Das entspricht auch dem Begriff der Ruhlänge, wenn Sie sich erinnern, wie es um die länglichen Körper gegangen ist. So eine Stange, wenn Sie sich erinnern, haben wir gesagt, wenn wir im Ruhsystem dieses Körpers sind, dann können wir in aller Ruhe seine Länge bestimmen, indem wir einen Maßstab dazulegen, hier ablesen und feststellen, wie lang dieser Körper ist. Erst wenn er sich bewegt, geht es nicht mehr so gut, weil mit dieser Gleichzeitigkeit der Ablesungen kommt man dann in die Bredouille, weil eben der Begriff der Gleichzeitigkeit systemabhängig ist. Das haben wir ja schon alles des Langen und Breiten besprochen. Und dadurch kommt es ja dann eben dazu, dass es eine Längenkontraktion gibt, dass die Körper dann, wenn sie sich in Bewegung befinden, relativ zu einem Inertialsystem, in Bewegungsrichtung kürzer gemessen werden. Um den Faktor Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Und bei den Uhren haben wir ja schon vorher gesehen, dass die Uhren langsamer ticken, wenn sie sich bewegen, und daher eine kürzere Zeit zeigen, weil sie weniger oft ticken. Und daher ist das Ergebnis dann eine kürzere Zeit. Und bei der dynamischen Masse nun ist es so, dass diese Masse offenbar größer werden muss. Bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit, sonst dreht sich der Körper nicht mehr und mehr gegen eine weitere Beschleunigung wehren, und daher ist es nur sinnvoll davon auszugehen, dass diese berühmte Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c0 Quadrat, diese Wurzel sich hier im Nenner befindet. Und man also dann bei Herannahen der Geschwindigkeit v an die Lichtgeschwindigkeit c0 diese Wurzel hier gegen 0 geht, und wenn da 1 durch die Wurzel steht, geht dann diese dynamische Masse gegen unendlich. Und das ist genau das, was man braucht, damit man also davon ausgehen kann, dieser Körper wird sich nicht schneller als das Licht ausbreiten können.
Also das heißt, die dynamische Masse eines bewegten Körpers ist größer als die im Ruhsystem gemessene Ruhmasse. M ist also die dynamische Masse, MR die im Ruhsystem gemessene Masse, und man sieht also, dass M ist größer oder gleich dieser Ruhmasse, entsprechend dieser Beziehung. Und damit erhält man auch ein dynamisches Argument dafür, warum die Lichtgeschwindigkeit eine Grenzgeschwindigkeit ist. Dynamisches Argument C0 ist Grenzgeschwindigkeit. Man hat das also eben in verschiedener Weise experimentell überprüft, also einerseits mit diesem Linearbeschleuniger, dann gab es also mehrfach Experimente mit Elektronen bekannter Geschwindigkeit, die in elektrischen und magnetischen Feldern abgelenkt werden. Erinnern Sie sich zum Beispiel, haben wir auch in der Vorlesung gezeigt, beim Demonstrieren der Lorentzkraft. Der Elektronenstrahl, da haben wir Schiffinster gemacht darin, dass man das entsprechend schön zeigen konnte. Und wenn dann so ein Elektronenstrahl durch ein Magnetfeld durchtritt, dann biegt sich die Bahn, wird letztlich kreisförmig wegen der Wirkung der Lorentzkraft. Ja, da haben wir schon so eine Kraftwirkung. Und ich habe auch damals gesagt, wenn man das quantitativ durchführt, bei bekannter Beschleunigungsspannung, bei bekanntem Magnetfeld und so weiter, kann man das Verhältnis E durch M und damit bei bekannter Elementarladung die Masse des Elektrons bestimmen. Und da kommt man auf die Masse. Und da sieht man, das ist also deutlich geringer als die Masse eines Protons zum Beispiel oder Neutrons. Aber diese Experimente in grundsätzlich einer ähnlichen Art und Weise kann man auch bei viel größeren Geschwindigkeiten der Elektronen durchführen und kann dann auch die Massen bestimmen, und es zeigt sich, dass man dann eine deutliche Erhöhung der Masse bekommt. Diese Elektronen, wenn sie schneller und schneller werden, höhere und höhere Energien erhalten durch stärkere Beschleunigungen, werden dann immer steifer sozusagen und lassen sich immer schlechter ablenken durch elektrische und oder magnetische Felder. Und das lässt sich auch wieder mit sehr geringen Abweichungen experimentell mit dieser Überlegung der dynamischen Masse in Einklang bringen. Die Übereinstimmungen, die man gefunden hat, schon in den späten 60er und frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, waren innerhalb von 500% der gemessenen Elektronenmasse. Und man hat dann so etwa die siebenfache Elektronenmasse schon gemessen bei entsprechend großen Beschleunigungen. Und das mit Genauigkeiten von einem halben Promille. Und das passt alles genau zusammen. Diese Dinge haben Hand und Fuß. Das ist wirklich so. Nicht sich ständig davon überzeugen, dass sie sich nicht jetzt von jemandem wieder einreden lassen, was der Wagner eigentlich da erzählt, der eigentlich eh lauter Blödsinn, weil das gibt es ja gar nicht. Es gibt es. Wir messen es. Also Akzeptanz. Nur, es darf natürlich das, was wir bisher schon hatten, nicht über den Haufen werfen. Aber das tut es ja auch nicht, denn wenn das V-Quadrat durch C0-Quadrat deutlich kleiner als 1 ist, und das ist ja bei den allermeisten Geschwindigkeiten, die uns in der Alltagswelt begegnen, der Fall, dann ist die Wurzel sehr nahe an 1 und dann ändert sie ja nichts praktisch. Da bleibt die Masse, was es ist.
Deswegen glauben wir ja auch, dass sie sich nicht ändern kann. Weil wir nie Geschwindigkeiten beobachten, so richtig anschaulich, wo man dann deutliche Veränderungen sieht. Aber wenn man eben dann durch Beschleunigung von Elementarteilchen so große Geschwindigkeiten erreicht, kann man diese Dinge wirklich beobachten. Und etwa in der Elektronenröhre eines alten TV-Gerätes, wo es also doch schon ganz schöne Geschwindigkeiten gibt, so bei ca. 10^8 Meter pro Sekunde, da kommt es immerhin zu einer Massenveränderung von sage und schreibe schon 4%. Also das ist schon was, aber das merkt man ja nicht. Das schaut ja keiner zu, wie da hinten diese Elektronen fliegen. Nicht? Also das ist immer noch nichts, wo man sagen kann, daher sieht man das sowieso im Alltag. Man sieht es eben nicht im Alltag. Aber das ist eben eher ein Problem des Alltags und weniger ein Problem der Physik. Nicht? Also das zur Masse eines bewegten Körpers. Wir befinden uns hier auf einem gesicherten experimentellen Terrain. Bitte schön. Bei dem Experiment zu Lorentzkraft, die man abgedunkelt hat, wie schnell wandern sich die Elektronen? Ich weiß es nicht genau, aber um etliche Größenordnungen unter der Lichtgeschwindigkeit. Ich habe damals auch, an das erinnere ich mich, auch erzählt, dass das damals, wie diese Dinge untersucht wurden, einfach ein Glücksfall war, dass diese Experimente im nicht-relativistischen Bereich sich abgespielt haben. Das wäre also viel komplexer geworden, wenn diese Experimente blöderweise schon in einem Bereich gewesen wären, wo relativistische Effekte maßgeblich würden, da hätte man sich dann wieder hinten und vorne nicht auskennen. Also man braucht halt hier und da auch einmal ein Glück, dass man die Dinge in Bereichen untersucht, wo man nicht noch weitere Schwierigkeiten kriegt, zu Themen, die man eh schon nicht verstanden hat, sozusagen. Nicht? Und so in dem Fall ist es irgendwie Schritt für Schritt gegangen. Also ich weiß nicht, ob es Größenordnungen langsamer war, aber jedenfalls die relativistischen Effekte waren sicher unter 1%. Und damit sind sie nicht aufgefallen. Und deswegen hat man also die Elektronenmasse damals recht genau bestimmen können und war halt ein bisschen glücklich, weil man halt gar nicht gewusst hat, wie gut es einem geht, weil man eben noch keine relativistischen Effekte mit berücksichtigen musste. Na, später hat man das dann genauer gemacht und ist sicher draufgekommen, dass die alten Experimente um irgendeinen kleinen Prozentbruchteil falsch waren. Na, dann hat man es halt besser gemacht. Okay. Naja, das also zur Masse. Aber jetzt ist es ja so, wir müssen uns ja auch überlegen, wie schaut es denn mit der kinetischen Energie eines bewegten Körpers aus? Da beschleunigt man und beschleunigt man und beschleunigt man und es wird dann letzten Endes Arbeit geleistet, Kraft mal Weg, nicht wieder ständiger Kraft ausgeübt und dieses Elektron wird ja da laufend, auch da steckt man ja ganz schön was hinein. Wo ist denn das eigentlich? Nicht? Ist da nicht auf einmal der ganze Energiesatz in Gefahr sozusagen? Das wäre natürlich fürchterlich, weil das ist ja so ein richtiger Eckpfeiler unserer ganzen Weltansicht. Und man kann ja auf einiges verzichten. Jetzt haben wir eh schon auf so viel verzichtet. Aber der Energiesatz, also das wäre schon fürchterlich. Und um das also zu retten, muss man sich schon überlegen, wie denn da jetzt eigentlich die Dinge liegen. Naja, in der klassischen Physik wird ja die kinetische Energie einfach mit mv² halbe bestimmt berechnet. Also wenn sich ein Körper mit der Masse m mit Geschwindigkeit v bewegt, dann hat er die kinetische Energie, sagen wir jetzt einmal ek, ist gleich m mal v² halbe. Das ist also etwas, was wir aus der klassischen Mechanik uns überlegt hatten. Das ist also die Arbeit, die hineingesteckt werden musste, um diesen Körper im Rahmen der klassischen Physik
von einer Anfangsgeschwindigkeit 0 in einem jeweils gewählten Inertialsystem auf die Geschwindigkeit v zu beschleunigen. Und da geht man dann davon aus, die hat er jetzt. Diese Arbeit hat er inkorporiert und das nennen wir dann seine kinetische Energie. Und wenn man das wieder runterbremsen will, muss man diese kinetische Energie auch wieder abführen. Das heißt, diese kinetische Energie, die eignet man diesem Körper zu. Naja, und wie schaut es also jetzt aus, wenn man eine relativistische Rechnung durchführt? Relativistische Berechnung. Und da werden wir zunächst, und ich gebe zu, das ist jetzt nicht alles wirklich sehr zufriedenstellend, um die Dinge wirklich schlüssig und einwandfrei durchzuführen, braucht man mehr Voraussetzungen aus der Relativitätsmechanik. Und die Breite an Darstellung kann ich im ersten Studienjahr Ihnen nicht bieten. So machen wir es hier so, dass wir bei dieser relativistischen Rechnung jetzt davon ausgehen, zunächst einmal, dass das V sehr klein gegen C ist. Nicht total vernachlässigbar, aber doch immerhin klein im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit. Also sowas wie die Elektronen in der Fernsehröhre, in dieser alten, von der wir jetzt mehrfach schon besprochen haben. Naja, und da gilt also dann, dass die dynamische Masse M, die wir hier aufgeschrieben haben, eben gegeben ist, als MR, ich schreibe es noch einmal auf, die Ruhmasse des jeweiligen Teilchens durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C0 Quadrat. Das schreibe ich jetzt über C0, ich irre mich nicht. Und dieses V Quadrat durch C0 Quadrat ist also jetzt entsprechend dieser Voraussetzung eine Größe, die klein ist gegen 1. Daher können wir hier eine Vereinfachung durchführen. Durch entsprechende Reihenentwicklungen kann man nämlich leicht zeigen, und das sage ich Ihnen jetzt nur und wahrscheinlich wissen Sie das eh, es gilt nämlich einerseits, dass für ein kleines Epsilon für Epsilon sehr klein gegen 1 sagen wir es her, gilt einerseits, dass die Wurzel aus 1 minus Epsilon ungefähr dasselbe ist als 1 minus Epsilon halbe. Da gäbe es noch weitere Terme mit Epsilon Quadrat, Epsilon der dritten und so weiter, aber wenn Epsilon sehr klein gegen 1 ist, fällt das dann nicht mehr ins Gewicht. Und andererseits gilt, dass 1 durch 1 minus Epsilon, wieder Epsilon sehr klein gegen 1, ungefähr gleich ist 1 plus Epsilon. Das können Sie alles mit Ihrem Taschenrechner überprüfen. Aber Sie können auch das selber der Reihenentwicklung durchführen. Die Potenzreihenentwicklungen von solchen Größen, von die Wurzel und diesem Bruch, und dann kommt man darauf, dass auch da was dann mit Epsilon Quadrat und Epsilon der dritten weitergeht und das nicht mehr wichtig wird für unsere Überlegungen, wenn Epsilon sehr klein gegen 1 ist. Also ich glaube, das ist zu akzeptieren. Das ist also etwas, was man jederzeit leicht überprüfen kann. Also auch beweisen kann. Wenn wir diese zwei Dinge jetzt benutzen, diese zwei Näherungen, dann erhalten wir damit näherungsweise dass dieses M da als die Wurzel hier dargestellt werden kann in der Form M ist also ungefähr gleich MR mal, und da steht jetzt 1 durch die Wurzel. Na, und dieses 1 durch diese Wurzel, das lässt sich also jetzt schreiben als
Na, die schreibst du da rein noch auf. Also diese Wurzel lässt sich als 1 minus Epsilon halbe schreiben. Also ist das jetzt einmal mal 1 durch. Und da steht jetzt 1 minus V Quadrat durch 2 C0 Quadrat. Ich habe diese Wurzel aus 1 minus Epsilon ersetzt näherungsweise durch 1 minus Epsilon halbe. 1 minus Epsilon halbe, V Quadrat durch 2 C0 Quadrat. Und das ist aber jetzt wieder ungefähr gleich, wenn wir jetzt noch benutzen, dass 1 durch 1 minus Epsilon ungefähr 1 durch 1 plus Epsilon ist, das ist ja wieder so ein kleines Epsilon, bleibt dann 1 plus Epsilon und wir kriegen mr mal 1 plus v Quadrat durch 2c0 Quadrat. Da haben wir jetzt diese zweite Näherung hier verwendet. Naja, und da können wir natürlich jetzt das mr in diese Klammern hineinschieben und erhalten daher, dass m ist näherungsweise gleich mr. Und dann haben wir hier plus mrv Quadrat durch 2c0 Quadrat. Na und jetzt schauen Sie, was da steht. Da steht mv Quadrat halbe, das ist die klassische kinetische Energie, und dann steht noch ein c0 Quadrat im Nenner. Also noch einmal umgeformt. Erhalten wir damit, dass das m ungefähr gleich ist, mr plus 1 durch c0 Quadrat mal der kinetischen Energie. Mv Quadrat halbe mal 1 durch c0 Quadrat. Da ist jetzt, das ist alles gemacht für den Fall, die Geschwindigkeit sei sehr klein gegen die Lichtgeschwindigkeit, wo auch noch in guter Näherung dieser Ausdruck für die kinetische Energie, den ich da hier so anzeichne, verwendet werden kann. Der wird also da hier herunten eingesetzt. Ja, und da können wir natürlich jetzt noch einmal umformen. Letztlich als Ergebnis, wir können uns hier diese kinetische Energie dieses Teilchens mit der Geschwindigkeit v herausrechnen. Und Sie kriegen jetzt, da bringen wir einmal dieses mr auf die andere Seite, dann steht m minus mr und dann multiplizieren wir noch mit dem c0 Quadrat herauf. Und wir kriegen damit, dass diese kinetische Energie ungefähr gleich ist, m minus mr mal c0 Quadrat. Und Sie sehen also, was man hier erhält, ist, dass die Energie, die dieser Körper gewinnt, wenn er sich also jetzt mit der Geschwindigkeit v bewegt, diese kinetische Energie ausgedrückt werden kann durch die Veränderung seiner Masse multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit c0 Quadrat. Also ein bewegter Körper hat die kinetische Energie m minus mr, also seine dynamische Masse minus seine Ruhmasse, das ist seine Massenzunahme mal c0 Quadrat. Das heißt also, die Energie, die er hat bei seiner Geschwindigkeit, lässt sich durch eine Massenzunahme ausdrücken. Und hier sehen Sie schon einen wesentlichen Zusammenhang zwischen Masse und Energie. Und was ich jetzt noch hinzufügen möchte, ist, dass diese Beziehung, wie sich zeigt, und das ist nicht so leicht zu beweisen, dass diese Beziehung auch im allgemeinen Fall gilt und nicht nur für Geschwindigkeiten sehr klein gegen die Lichtgeschwindigkeit. Nur dann ist sie schwerer nachzuweisen und das können wir in der verfügbaren Zeit nicht machen. Also diese
Beziehung gilt auch allgemein. Und der Beweis hierfür wurde auch ursprünglich von Einstein geliefert. Und jetzt wollen wir uns also überlegen, was aus dieser Konsequenz für Folgerungen zu ziehen sind. Zunächst einmal möchte ich Ihnen zeigen, wie schaut denn die relativistische Massenzunahme aus. Wenn man sich also diese dynamische Masse hernimmt, solange der Körper langsam sich bewegt im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit, also vielleicht ein Drittel oder bis höchstens die Hälfte, ist eh schon schnell, sehen Sie, dass diese dynamische Masse wenig ausgibt. Aber bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit explodiert dieser Ausdruck hier. Und dadurch ergibt sich also diese starke Massenzunahme. Und dann natürlich kann man auch die kinetische Energie entsprechend ähnlich darstellen, wofür ich aber glaube, hier im Augenblick kein solches Diagramm habe. Ja. Also, was können wir daraus folgern? Ich übertitle das jetzt Äquivalenz von Masse und Energie. Wir erhalten aus dieser Überlegung hier, die zu dieser Gleichung hier führt, folgende Konsequenz. Um die Masse eines Körpers um Delta M, das ist also M minus NR, zu erhöhen, ist diese Energie, diese kinetische Energie erforderlich. Um Masse eines Körpers um Delta M zu erhöhen. Die dynamische Masse ist natürlich gemeint. Diese dynamische Masse M, um die um Delta M, also M minus MR, denn MR ist ja die Ruhmasse, wenn der Körper sich nicht bewegt, um Delta M zu erhöhen, ist also die Energie E gleich Delta M mal C0 Quadrat erforderlich. Das kann man aus dieser Beziehung unmittelbar erkennen. Und daraus erfolgt natürlich sofort umgekehrt. Umgekehrt ergibt sich daraus. Und wird die Masse eines Körpers um Delta M gesenkt, das ist der umgekehrte Vorgang, dann wird die Energie E gleich Delta M mal C0 Quadrat wieder frei. Wird Masse eines Körpers um Delta M gesenkt, da wird sie erhöht. Jetzt umgekehrt, wenn sie gesenkt wird, dann wird die Energie E gleich Delta M mal C0 Quadrat frei. Naja, daraus ergibt sich aber schon, dass so zwischen Energie und Masse es da sehr innige Zusammenhänge gibt. Man kann sich natürlich jetzt fragen, was macht das
für die konkreten Energien unserer Alltagswelt aus? Also für die Alltagsenergien ist es so, dass man sich sofort ausrechnen kann, eine Kilowattstunde etwa, das ist so eine Energie, mit der man halt so rechnen kann, so typische elektrische Energie halt, entspricht dann einer Massenveränderung von 4 mal 10 der minus 11. Kilogramm. Naja, das ist also eigentlich eben nichts. Deswegen merken wir das alles nicht. Aber natürlich, wenn man zu Gegebenheiten mit großen Energien und großen Geschwindigkeiten übergeht, dann ist die Sache natürlich anders. Und vor allem ergibt sich jetzt natürlich ein sehr wesentlicher Punkt. Und der ist, da steht hier, die Masse eines Körpers wird um Delta M gesenkt. Aber wie weit kann sie denn gesenkt werden? Zunächst einmal würde man ja meinen, umgekehrt zu dem, was wir da vorhin besprochen haben, Schluss ist bei der Ruhenergie. Denn mehr als ruhen kann das Ding ja nicht. Und dann hat der die Ruhmasse und das ist also dann alles, was man letzten Endes senken kann. Wir sind ja auch umgekehrt von der Ruhmasse ausgegangen und dieses M ist eine leicht erhöhte Masse und um M minus MR gleich Delta M haben wir die Masse erhöht. Und jetzt kann ich umgekehrt sagen, sie wird auch wieder abgesenkt, wenn ich den Körper bremse, aber wenn er dann stehen bleibt, hat er immer noch die Ruhmasse und Ende der Durchsage. Wenn es da nicht Experimente gäbe, die darauf hinweisen, in sehr überzeugender Form, dass Teilchen ihre Masse auch komplett verlieren können. Zum Beispiel, wenn ein Proton und ein Antiproton zusammenstoßen. Naja, in der Alltagswelt haben wir so wenig Antiprotonen, sonst waren wir ja alle gar nicht da. Aber in Experimenten kann man also auch Antiprotonen untersuchen, die es in sehr kleiner Zahl auch in unserer Welt gibt. Und wenn nun ein solcher Zusammenstoß eines Protons mit einem Antiproton erfolgt, in irgendeiner Beschleunigungsanlage etwa, dann passiert also ein großer Gläscher. Weil dann sind auf einmal diese Teilchen, was ihre Masse betrifft, verschwunden und es entsteht ein großer Lichtblitz, sprich Gammastrahlen werden ausgesendet, hochenergetische Photonen und oft bei anderen Kernreaktionen, also bei anderen Elementarteilchenreaktionen, kann es auch vorkommen, dass vielerlei andere neue Teilchen wieder entstehen können. Das heißt, die Ruhmasse ist hier nicht das Ende vom Lied sozusagen. Letzten Endes ist es auch möglich, wie sich also zeigt durch derartige Experimente, dass auch die gesamte Masse eines Körpers inklusive seine Ruhmasse in Energie umgesetzt werden kann. Und das, was da also dann umgesetzt werden kann, das nennt man dann auch seine Ruhenergie. Also Experimente. Mit Elementarteilchen zeigen auch gesamte Masse kann etwa durch sogenannte Annihilation das ist dieser Zusammenstoß eines Protons mit einem Antiproton durch Annihilation in Energie umgewandelt werden. Wenn das aber so ist, dann müssen wir auch davon ausgehen,
das ist dann daraus eine Folgerung und praktisch nur eine Fortsetzung der Gedankengänge, die wir da oben begonnen haben, eine Folgerung, die sich dann ergibt und die also auch tatsächlich durch experimentelle Beobachtungen belegt ist, dass ein ruhender Körper mit Masse mR also mit seiner Ruhmasse mR auch eine Energie enthält, nämlich die Ruhenergie, enthält also die Ruhenergie das nennen wir also dann ein ER, die Ruhenergie gleich MR mal C0². Bei Annihilationen ist genau das, was man dann beobachtet, dass diese in Form der Teilchenmasse vorhandene Ruhenergie tatsächlich in Energie umgesetzt werden kann. Und damit ergibt sich jetzt als Zusammenfassung folgende Gegebenheit. Wir können also jetzt die Gesamtenergie eines bewegten Körpers berechnen. Gesamtenergie eines bewegten Körpers kann nun dargestellt werden in der Form eines Körpers mit dynamischer Masse m ein bewegter Körper mit Geschwindigkeit v und dynamischer Masse m, seine Ruhmasse ist mr, ist gegeben, also in der Form durch, und da haben wir jetzt E gesamt ist gleich, und da haben wir zunächst einmal die Ruhenergie. Das ist dieses mR mal C0². Also die Ruhmasse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Die Ruhenergie plus die kinetische Energie. Und diese kinetische Energie, das ist ja wieder die Energie, die wir da oben ausgerechnet hatten. Das ist m minus mr mal C0². Haben wir nur diesen obigen Ausdruck, den wir uns da so in zwei Spalten da hergeleitet haben, eingesetzt. Und da sehen Sie jetzt, da steht also die Ruhenergie plus die kinetische Energie ist die Gesamtenergie, das scheint logisch. Und wenn Sie sich jetzt ausrechnen, haben Sie mRC0² plus mC0² minus mRC0². Und das bleibt einfach stehen, m mal C0². Und Sie haben hier jetzt zwei so Beziehungen. Einmal die Beziehung, dass die Ruhenergie eines Körpers gleich der Ruhmasse mal C0² ist. Dieses berühmte E ist mc². Ne? Und andererseits, dass die Gesamtenergie eines bewegten Körpers mit Geschwindigkeit v und dynamischer Masse m gleich der dynamischen Masse m mal C0² ist.
zwei unterschiedlichen ESMC-Quadratrelationen. Einmal für die Ruhenergie eines Körpers und dann für die Gesamtenergie. Einmal steht die Ruhmasse drinnen, andernfalls steht die dynamische Masse drinnen. Also eine sehr übersichtliche Darstellung. Naja, und wie sich nun zeigt, mit Hilfe dieser Darstellungen kann man auch die Erhaltungssätze retten. Also in der klassischen Physik kennen Sie die Erhaltungssätze. Die Summe der Impulse vor und nach einem Stoß ist das gleiche. Die Summe der Energien vor und nach einem Stoß sind die gleichen. Und die Massen bleiben, was sie sind, weil in der klassischen Mechanik ändern sie sich nicht. Und bei hohen Energien schaut das dann weiterhin so aus, wenn zwei Teilchen einander stoßen, dann hat man einen Impuls P1 plus einen Impuls P2 und das ist dann gleich Impulse von zum Teil neuen Teilchen, weil Schauer von neuen Teilchen entstehen können. Das ist dann ein P3 plus P4 plus und so weiter. Im klassischen Fall bilden sich solche Schauer nicht. Und da gilt dann nur, dass eben die Summe der Impulse vor und nach dem Stoß, denken Sie an unseren Airtrack, da bildet sich kein Schauer von neuen solchen Schlitten, sondern da sind heute immer noch dieselben Schlitten. Ne? Aber in den Experimenten mit Elementarteilchen sehr wohl. Andererseits die Gesamtenergie des einen und des zweiten Stoßpartners wird jetzt auch wieder eine Summe von den Energien EG3 plus EG4 plus und so weiter des Schauers von neuen Teilchen, die sich hier bilden, entsprechen. Wobei aber, und das ist jetzt das Wichtige, wo ich Ihnen irgendwie heute ein bisschen verplaudere, jetzt stülle ich dann schon wieder ein paar Minuten. Ich wollte halt eigens früher fertig werden, weil man gedacht habe, jetzt kann ich wieder ein bisschen was gut machen. Aber es wird schon noch, wir werden schon schauen, dass wir das wieder reinkriegen. Wobei aber jetzt das P-Pfeil, der Impuls, gleich natürlich wie in der klassischen Physik M mal V-Pfeil ist, aber für das M setzen wir wieder die dynamische Masse ein. Und diese dynamische Masse ist also daher so zu setzen, mr mal v durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c0 Quadrat. Und da sehen Sie jetzt, der Impuls wird etwas anders definiert. Diese Gleichung ist zwar noch dieselbe, aber als Masse wird die dynamische Masse eingesetzt, womit man diesen Ausdruck für den Impuls kriegt. Nun, bei der Energie haben wir es also entsprechend, die Gesamtenergie E gesamt, die haben wir uns also gerade überlegt, ist eben M mal C Quadrat und entsprechend auch wieder das M da oben eingesetzt, ist daher auch mr mal c0, c0 Quadrat durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c0 Quadrat. Und auf die Art und Weise bleiben die Erhaltungssätze insbesondere für Impuls und Energie auch in der relativistischen Welt erhalten, die Erhaltungssätze bleiben erhalten, naja, bleiben gültig. Und einen letzten Punkt möchte ich hier schon noch anmerken, weil der oft zu Verwirrungen führt. In neueren Darstellungen der Relativitätsmechanik vermeidet man es manchmal, den Begriff der dynamischen Masse einzuführen.
Der hat nämlich gewisse Nachteile, wo man eigentlich recht froh ist, wenn man nichts damit zu tun hat. Denn die dynamische Masse, der sollte man ja dann auch eine Anziehungskraft beimessen können. Wenn die größer wird, dann wird es von einer anderen Masse plötzlich auch stärker angezogen. Na, das haben wir ja in der speziellen Relativitätsmechanik sowieso ausgeklammert, aber dennoch gibt es ja die Gravitationswechselwirkung. Und um derartige möglicherweise Zweideutigkeiten zu vermeiden, neigt man heute oft dazu, die Masse eines Körpers eben nur durch seine Ruhmasse darzustellen. Und dann halt diese Erhaltungssätze nicht mit diesen Darstellungen, sondern nur mit denen hier darzustellen. Was aber dann bedeutet, dass man die Dinge nur etwas verschiebt. Man schiebt dann diesen Effekt der dynamischen Masse hinein in eine neue Impulsdefinition. Man definiert dann den Impuls in der relativistischen Darstellung nicht mehr so wie in der klassischen als mr mal v, sondern man sagt, der Impuls wird jetzt definiert als mr mal v durch die Wurzel. Dann braucht man diese dynamische Masse nirgends explizit darzustellen. Braucht sich auch nicht darum Sorgen, ob diese dynamische Masse, vor allem wenn es dann so gegen die Lichtgeschwindigkeit geht, dann plötzlich wird das Elektron von den Systemwänden gravitativ angezogen und sowas. Also das will man sich dann nicht antun. Dann verwendet man das als Impulsdefinition. Der Impuls wird neu definiert. Nämlich so, aber bitte, das endet nichts in der klassischen Physik. Weil wenn das V sehr klein gegen C ist, ist der Impuls nach wie vor Ruhmasse mal Geschwindigkeit und wir sind auf der sicheren Seite. Nur für relativistische Bedingungen wird dann einfach die Impulsdefinition modifiziert. Wird halt etwas anders, beinhaltet jetzt hier diese Wurzel. Und dann kann man sonst alles in gleicher Weise darstellen. Man verwendet also dann hier oft einen sogenannten relativistischen Impuls. Aber das bedeutet keine grundsätzliche Änderung der Darstellung. Man definiert die vorhandenen Größen nur um und versucht zu vermeiden, dass da diese dynamische Masse vorkommt. Ich meine aber, dass aus didaktischen Gründen, wenn man sich erstmals dieser Problematik nähert, der Begriff der dynamischen Masse sehr zweckmäßig ist und es gibt auch eine relativ umfangreiche Literatur zu diesem Thema. Damit 6 Minuten noch Viertel. Beenden wir die Darstellung der Relativitätsmechanik. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen getaugt und ab morgen beginnt die Optik. Danke.